Hinter dieser Tür können wir erfahren, wie sich ein Mensch in einen Vampir verwandelt. Christoph ist für euch zum Musical Tanz der Vampire gefahren. Keiner da? Sollte der Obervampir Jan Ammann nicht in seiner Garderobe sein? Mal gucken. Ah, noch eine Tür. So sieht er aus, als Vampir. Hallo. Hallo. Und so in echt. Aber klar, er muss sich erst noch verwandeln. Ja, ich fange schon mal so ein bisschen an. Mit seinen Fingern geht's los. Vampirfinger. Und wenn man das macht, muss man sich vorher alles abkleben, damit man sich nämlich nachher nicht die Fingernägel verletzt. Er klebt sich also die Fingerspitzen ab. Wegen der Vampirfinger. Na, mal sehen. Danny, Jans Maskenbildner, kümmert sich um den Kopf. Als erstes bindet er Jans Haare hoch, damit die nicht mehr im Weg sind. So. Dann kriegt Jan noch ein Zipfelmützchen auf. Das sieht noch gar nicht nach Vampir aus. Währenddessen cremt sich Jan die Hände ein. Das schwarze Muster auf den Händen soll sie ganz lang aussehen lassen, weil der Teil, der schwarz gemalt ist, später auf der dunklen Bühne nicht zu sehen ist. Der Hals und das Gesicht werden zuerst fast weiß geschminkt. Klar, Vampire sind ja ziemlich blass. Aber nicht nur deswegen. Das Weiß ist sozusagen die Grundlage, die Grundierung, würden Maler sagen. Die Augen sind beim Schminken besonders wichtig. Jetzt sehen die Hände schon ziemlich gruselig aus. Von nun an werden die Farben in Jans Gesicht immer dunkler. Damit kann man die Backenknochen betonen. Dann wirkt das Gesicht schmaler und kantiger. Wenn es unten abgedunkelt wird, wirkt auch das Kinn kräftiger. Jetzt trägt Danny etwas hellen Puder auf. Ab jetzt arbeitet er nämlich mit dem Pinsel. Der Puder dient als Schutz, falls er kleckert. Erst die Lippen. Ganz sorgfältig werden die gemalt. Schwarz darf natürlich nicht fehlen. Schwarz ist besonders wirkungsvoll. Wenn man die Augenbrauen bis zur Nase runtermalt, dann sieht das Gesicht gleich viel gruseliger aus. Jetzt die andere Seite. Neuer Pinsel, jetzt wieder etwas weniger dunkle Farbtöne. So wird er einem Vampir immer ähnlicher. Dunkel rund um die Augen. So sieht der Jan gleich viel älter aus. Die Hände haben echt schon was von Vampirkrallen. Sind Sarahs Badewanne? Genau. Danny betont noch die Nasenfalte. Das macht auch älter. Und dann noch rot unterlaufene Augen. Viel Rot und Schwarz um die Augen. Das bringt's. Das Weiß auf den Händen macht sie noch knochiger. Schon ziemlich perfekt. Perfekt gruselig. Auf Jans Rücken sind zwei Sender befestigt. Einer zur Reserve. Die sind für das Mikrofon, damit die Zuschauer später auch gut hören können, was Jan singt oder spricht. Das Mikrofon wird an seiner Stirn festgemacht. Jetzt klebt Jan noch lange Fingernägel an seine Knochenhände. Ganz wichtig für die Verwandlung
sind die Haare. Eine Perücke mit langen, glatten Haaren. Die wird mit Kleber festgeklebt, damit das feine Netz, auf das die Haare draufgeknüpft sind, gar nicht zu sehen ist. So, jetzt noch ein paar letzte Korrekturen. Okay. Dann ist das Gesicht schon mal fertig. Aber als Vampir trägt man natürlich auch ganz besondere Kleidung. Ein ganz zeitloses Schwarz ist bei Vampiren sehr angesagt. Dann so eine Art Frack. Und ganz wichtig natürlich, der weite Umhang. Aber eine Sache fehlt noch. Das Wichtigste, klar. Die Vampirzähne. Ohne die ist ein Vampir kein Vampir. Maßanfertigung, speziell für Jan. Noch eine Tür, durch die nicht jeder durch darf. Die zur Bühne. Gleich am Anfang ein Sarg. Sieht aus wie Stein. Ist aber nur Holz. So sieht's also aus, hinter den Kulissen eines Musicals. Lauter Teile, die zur Bühnendekoration gehören. Zu einer Vampirgeschichte gehört natürlich eine gruselige Kulisse. Alles bewegt sich vollautomatisch. Zum Schluss noch die Deckenleuchter für den Ballsaal der Vampire. Und dann ist alles bereit für den Auftritt von Graf Krolok, dem Obervampir, oder besser, den verkleideten Jan Ammann.